Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Und ihr wisst es ja, ich habe es euch bereits schon erzählt. Es ist eine Sommerspezialgeschichte. Das heißt, es wird in dieser Woche keinen regulären TechView Podcast in dem Sinne geben. Deshalb habe ich gedacht, mache ich dieses Vlog-Format ganz einfach und erzähle euch so ein bisschen über die Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind, die mich so richtig interessiert haben. Zum einen haben wir einen neuen Intel-Bug, der ziemlich interessant ist für den einen oder anderen. Dann haben wir noch Nvidia, die einen neuen NDA verlangen, der so ein bisschen irgendwie ganz kritisch beäugt werden muss, was Journalismus angeht. WPA3, SD-Expresskarten, Deepfakes, KaiOS und extra Autobahnspuren für Elektroautos. Auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Und ganz zum Schluss auch noch die Distro der Woche. Und das versuche ich jetzt alles in, ja, wie viel Aufnahmezeit habe ich? 15 Minuten etwa reinzuhauen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das da tatsächlich hinkriege. Fangen wir zunächst mal mit Intel an. Intel hat eine neue Lücke, TL-Bleed nennt sich die, weil sie von Translation Lookaside Buffer TLB abgekürzt herrührt. Und das ist im Grunde genommen eine Technologie, die auch im Hyper-Threading verwendet wird, was eben einem erlaubt, zum Beispiel bei zwei Kernen vier Prozesse laufen zu lassen, vier Threads laufen zu lassen, um richtig zu sein. Und es gab ja bereits schon OpenBSD, die Hyperthreading bei Intel-Maschinen standardmäßig ausgeschaltet haben, wegen eben dieses Bugs, der jetzt auch auf der Black Hat in den USA vorgestellt werden soll. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das dann da weiterentwickelt. Es sieht zumindest jetzt momentan so aus, dass Intel erst einmal abwiegelt und gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt, wenn man die Intel-eigenen Codes verwendet, dann sollte das Problem gar nicht erst auftauchen, weil man dann halt eben eigene kryptografische Primitives, so nennen sie ja die Geschichten halt von Intel dann verwendet. Und die haben das Problem eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Trotzdem könnte es doch mal sich lohnen, da reinzuhören und zu gucken, was auf der Black Hat verkündigt wird und ob Intel eventuell dann doch reagieren muss. Wir kennen ja die ganzen Geschichten, die ganzen Lücken, die wir vorher schon hatten. Könnte also durchaus wieder sein, dass wir Patches einspielen müssen. Kommen wir mal zu Nvidia. Nvidia hat einen neuen NDA rausgegeben mit einer, ja, sehr fragwürdigen Klausel. Alles natürlich in Englisch gehalten und Heise hat darüber berichtet, weil sie diesen NDA nicht unterschrieben haben. NDAs sind normalerweise zwischen Journalisten und großen Firmen, Technologiefirmen zum Beispiel nützlich, um zu sagen, okay, wir haben da was, wir wollen was präsentieren, wir wollen was zeigen, aber berichtet erstmal in 2, 3 Monaten darüber. Und da deswegen gibt es eben diese Non-Disclosure Agreements, also wo man einfach nicht darüber reden darf, was man da quasi gesehen hat auf dem Event, wo was präsentiert worden ist. Es könnte eine Technologiedemo einfach sein und das, wie bis zum finalen Produkt ändert sich einiges. Oder man möchte einfach schon mal der Presse was zeigen, um irgendwie zu sagen, hier, wir existieren noch, wir sind immer noch da. Und jetzt gibt es halt eben diesen Text, der auch veröffentlicht worden ist von Heise, dankenswerterweise. Und dort ist halt eben das allererste Mal, anders als bei den normalen NDAs, die man so bei Firmen einfach unterschreibt oder zum Unterschreiben vorgelegt bekommt. Es sind hier auch ein paar Textpassagen, die einem zum Beispiel sagen, wie journalistisch gearbeitet werden soll. Das heißt, dass zum Beispiel in einigen Bereichen nur positiv über die Produkte von Nvidia berichtet werden soll oder berichtet werden darf. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Stück, das so einfach nicht geht. Und ja, wer sich dafür interessiert, sollte sich das mal anschauen. Und der Originaltext ist dort abgebildet, den könnt ihr auch runterladen. Und Heise hat den nicht unterzeichnet, diesen Vertrag. Zum einen, weil erst nur 2 Tage man Zeit dafür hatte, das zu unterschreiben. Und zum anderen, weil man einfach damit nicht einverstanden ist. Und bin mal gespannt, ob sich dann andere daran halten werden, vielleicht sogar mit anschließen werden, um halt eben so etwas nicht durchzuwinken. Machen wir mal weiter mit einer anderen Technologie. Die Wi-Fi Alliance, das sind diejenigen, die immer die Standards für Wi-Fi so ein bisschen festsetzen, die hat jetzt den WPA3-Standard, also den Nachfolger für das, was wir hier meistens zumindest verwenden, WPA2, beschlossen. WPA3 ist der neue Verschlüsselungsstandard für drahtlose Netze, der jetzt vorgestellt worden ist und der soll einiges besser machen. Der soll zum einen natürlich Verschlüsselungen verbessern, er soll es schwieriger machen, Verschlüsselungen zu knacken und es soll vor allen Dingen Forward Secrecy unterstützen. Eine nette Geschichte, wie ich finde. Und es soll vor allen Dingen dann auch Offline-Passwort-Angriffe dann verhindern, die bei WPA2 aufgrund von Designfehlern dann durchaus möglich war. Ein Offline-Wörterbuchangriff, also Brute-Force-Attacke könnte man auch sagen, mit schwachen Passwörtern ist sicherlich auch möglich bei WPA2 und das soll jetzt eben mit WPA3 nicht mehr möglich sein. Zwar sind Angriffe im Grunde genommen durch das Ausprobieren von Passwörtern
eigentlich weiterhin denkbar, aber das lässt sich prinzipbedingt nicht vermeiden. Das ist ganz einfach so, wenn man halt sowas verwendet, da, also Wörterbuchattacken, Brute-Force-Attacken, die funktionieren eigentlich immer. Die gehen eigentlich immer. Allerdings hier muss der Benutzer eigentlich auch schon mit dem Netz verbunden sein, um jedes Passwort einzeln rüberschicken zu können. Das ist der kleine feine Unterschied, den es vorher nicht gab. Und das könnte das Ganze etwas unpraktikabel machen für die Angreifer. Dann gibt es auch noch eine neue Technologie namens Wi-Fi Easy Connect. Die soll es ermöglichen, IoT-Geräte sicher mit dem WLAN zu verbinden. Hierfür wird ein QR-Code dann auf dem Gerät mit einer App dann eingescannt und dann können sich die Geräte miteinander verbinden und kommunizieren. Außerdem bietet WPA3 eine Möglichkeit auch der opportunistischen Verschlüsselung. Hier können also bei Netzen, die keine Authentifizierung vorsehen, trotzdem verschlüsselte Verbindungen aufgebaut werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass das einen konkreten Schutz für aktive Angreifer bedeutet, aber es ist zumindest besser als vorher. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass dank der jetzt doch immer stark in den Vordergrund gerückten allgemeinen Verschlüsselung von Webseiten und von vielen Geräten natürlich ein. So, der Akku hat sich ein bisschen was verabschiedet von meiner Kamera, macht aber nichts. Ich kann nur weitererzählen. WPA3. Ist eine gute Sache, toll, dass es das gibt und dass es dann weiterentwickelt wird. Dieser Standard ist auch durchaus notwendig. Jetzt muss ich so ein bisschen um die Ecke gucken, weil ich habe es am Strom angeschlossen, damit ich weiter aufnehmen kann. SD-Karten bekommen einen neuen Standard und zwar SD-Karten Standard SD Express nennt sich der Ganze und der soll es schaffen, 1 Gigabit pro Sekunde und 128 Terabyte zu erreichen. Das heißt 1 Gigabit pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit. Sehr, sehr nützlich, wenn man ganz viele 4K-Filme aufnehmen möchte oder wiedergeben möchte. Und natürlich 128 Terabyte Speicher, sicherlich auch als Festplattenersatz sicherlich interessant, aber auch gerade für 4K-Filme wieder interessant, weil man da viel mehr dann abspeichern kann auf so einer SD-Karte. Und natürlich auch für die ganzen Singleboard-Computer oder eben Speicherkarten in solchen Kameras oder Speicherkarten für Laptops und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch immer die Möglichkeit, so einen Speicherkartenslot hat man meistens, wenn das Teil jetzt nicht MacBook heißt. Und dann kann man halt eine ganze Menge an Sachen speichern und ich glaube, das ist ein toller, toller neuer Standard. Er basiert natürlich auf dem UHS-II-Standard. Das heißt, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das sind diese Micro-SD-Karten. Lasst mich mal eine SD-Karte oder jetzt habe ich hier so einen Adapter gefunden. So sieht das Teil natürlich dann aus. Also ein bisschen näher halten, so, damit es schön scharf ist. Hier seht ihr nur eine Reihe an Pins und die UHS-II-Karten haben dann noch eine zweite Reihe an Pins. Und dieser neue SD Express Standard soll eben auch diese neue Reihe haben. PCI Express Lanes werden dann verwendet, um die schnelle Übertragung zu gewährleisten. Und es ist abwärtskompatibel mit UHS-II, aber auch sogar UHS-I-Karten, weil es halt eben beide Pin-Geschichten hat. Und das ist sicherlich auch ziemlich interessant. Man kann also auch damit rechnen, dass eventuell diese Karten auch in älteren Geräten, wie zum Beispiel meiner Kamera hier, einsatzfähig sind und dann natürlich den Benefit von mehr Speicher bringen, der sicherlich auch für den einen oder anderen ziemlich interessant sein könnte, wenn man halt eben nicht so auf Geschwindigkeit setzen möchte. Hier die Kamera zum Beispiel schafft eine Full-HD-Aufnahme, da brauche ich keine großartige neue tolle Geschwindigkeit. Machen wir mal weiter, kommen wir zu Deepfakes. Dort müsst ihr unbedingt reinklicken, ihr könnt das unten in der Beschreibung lesen. Das Video werde ich verlinken, beziehungsweise den Link werde ich zum Heise-Artikel verlinken. Dort ist ein Video zu finden, wie Deepfakes, wie sie sich weiterentwickelt haben und wie das jetzt momentan aussieht mit den Deepfakes. Und das ist schon richtig interessant. Für die Leute, die es nicht wissen, Deepfakes ist im Grunde genommen nichts anderes als, man nimmt zum Beispiel mein Gesicht und packt dann das Gesicht von Obama drauf und alle meine Gesichtszüge und Verrenkungen und Lachen und Weinen eventuell oder irgendwas anderes wird alles irgendwie aufgezeichnet und auf das Gesicht von Obama übertragen. Und das hat bisher eher dürftig funktioniert, was man so gesehen hat. Und jetzt sind halt eben doch deutlich erstaunlichere Aufnahmen gelungen, die sehr, sehr erstaunlich sind. Deshalb habe ich sie verlinkt. Und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Das macht das Ganze ziemlich, ziemlich scary. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann in Zukunft da erleben werden. Das nächste ist KaiOS. KaiOS, wer das noch nicht gehört hat, ist ein inoffizieller Nachfolger von Firefox OS, könnte man sagen. Keine freie Software mehr, ist jetzt Closed Source, ist fürs Feature Phone gedacht. Das heißt zum Beispiel HMD Global, also Nokia, die benutzen KaiOS zum Beispiel auf ihren Nokia-Geräten, auf dem neuen Nokia 8110,
Gerät zum Beispiel kommt das zum Einsatz. Und jetzt hat Google dort investiert, 22 Millionen Euro, nee, Dollar haben sie investiert in KaiOS. Und das ist natürlich auch schon eine ganz große Summe. Und sie wollen ihre Google-Dienste rüberbringen. Eventuell sogar eine Art Android-Emulation vielleicht. Wer weiß, also mir fiel direkt Selfish S ein, weil das ja auch für Feature Phones angekündigt worden ist, mit Android-Emulationsmöglichkeit, wo man eine App zumindest, wie zum Beispiel WhatsApp, dann auf so einem Feature Phone laufen lassen kann, das Android-App. Und jetzt ist WhatsApp schon in der Mache für KaiOS, aber es wird wahrscheinlich eine Portierung sein. Und was jetzt Google vorhat, werden wir mal sehen, aber zumindest die Google-Dienste, YouTube Maps, die Google-Suche selber und Google vielleicht sogar der Sprachassistent, Google Now, glaube ich, heißt der immer noch. Die sollen eventuell auch überwandern in das Betriebssystem. Es könnte also ziemlich interessant sein für die Leute, die noch auf Feature-Phones setzen wollen. Wir könnten vielleicht auch sogar intelligentere Feature-Phones bekommen. In einigen Teilen der Welt werden die ja immer noch eingesetzt und sind ziemlich beliebt. Machen wir mal weiter mit leitfähigem Beton aus Graphen, dass das erlauben soll, dass Autos, Elektroautos vor allen Dingen dann auf einer extra Spur, auf dieser Graphenspur fahren sollen, die eben dann Strom leiten kann und dadurch das Auto induktiv laden können soll. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte, wenn wir das natürlich ausgebaut bekommen. Wir arbeiten ja daran, immer mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen hier und da. Natürlich ist das hier in Deutschland eher eine traurige Geschichte, was das angeht. Aber man braucht natürlich immer Ladesäulen und die Ladesäuleninfrastruktur ist schwierig zu schaffen. Wenn man aber jetzt sowieso schon überlegt, man muss so und so viel Autobahnen erneuern und dort die Fahrbahnfläche quasi erneuern, da könnte man doch auch ziemlich billig, also ziemlich günstig, würde ich mal sagen, auch unter dem Beton, über dem Beton auch eine Graphenschicht draufpacken und es dann erlauben, eine extra Elektroautospur zu schaffen, die es dann einem ermöglicht, ganz einfach dann während der Fahrt dann auch gleichzeitig den Akku des Autos zu laden. Das geht natürlich nur, wenn der Akku halbwegs schon voll ist und nicht, wenn er komplett leer ist, weil das ist halt sehr ziemlich langsam. Aber wenn man eine ganze Spur hat und man fährt, je länger man fährt, desto mehr kann man da aufladen. Zumindest sollte es so weit funktionieren, dass es bei den meisten Autos so funktioniert, dass das Ganze zumindest nicht leer geht beim Fahren auf dieser Spur. Und natürlich hat so eine Extraspur eventuell auch ökologisch könnte eine sinnvolle Geschichte sein, wenn da keine normalen Autos drauf fahren dürfen, sondern halt eben nur die Elektroautos fahren dürfen. Aber ob sich das so durchsetzen wird, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, dass wir das hier in Deutschland sehen werden. Wir sind da so ein bisschen Elektromuffeln, was das angeht. Aber es ist eine spannende Geschichte, wie ich finde. So, zu guter Letzt kommen wir dann zur Distro in dieser Woche. SUSE Linux Enterprise, was ist es? 5, nee, 12 ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Nein, 15 ist jetzt offiziell vorgestellt. Ja, also doch richtig gesagt. Der Nachfolger von 12. Was haben wir irgendwie 13, 14 ausgelassen? Werdet ihr euch jetzt wundern. Ja, das sind Unglückszahlen in Asien. Das haben sie gedacht, für ein Enterprise-Produkt besser nicht. Vor allen Dingen, wenn es in Asien sehr stark eingesetzt wird. Deshalb haben sie sich gedacht, okay, wir springen direkt auf Version 15. Das bringt natürlich dann einige Änderungen mit sich. Unter anderem sind natürlich neue Kernel mit dabei. Es sind die ganzen Änderungen mit dabei, die wir auch schon aus OpenSUSE Leap kennen, die ja auch schon dort drin sind. Und es ist natürlich auch Kernel 4.12 ist dabei, GCC 7 ist mit dabei, OpenSSL 1.1 ist mit dabei, PHP 7, Perl 5.26, Python 3.6. Python 2 wird im Legacy-Modus noch übergangsmäßig unterstützt. Das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, Python 2 zu nutzen. TLS 1.3 wird ebenfalls unterstützt. Als Desktop-Variante wird GNOME 3.26 eingesetzt, mit Wayland als Standard, bei der 64-Bit-Version zumindest. Bei der ARM-Version, ich glaube, es gibt auch eine ARM-Version, ist es nicht so. Firewall D wird das bisher verwendete SUSE Firewall 2 ersetzen. Das könnte für den einen oder anderen Admin sicherlich interessante Geschichte sein, dass jetzt eben die SUSE Firewall 2 ausgedient hat. Bin mir sicher, man kann die doch irgendwie noch einspielen und dann das andere weiterverwenden. Ich glaube, bei einem Upgrade wird das sowieso nicht gelöscht, aber zumindest ist der bevorzugte Weg jetzt, Firewall D zu verwenden. Ja, und das sind halt die Geschichten. SUSE Linux Enterprise wird insgesamt, jetzt haltet euch fest, 13 Jahre lang unterstützt. Das ist schon eine stattliche Nummer, wie ich finde. Davon sind 10 Jahre General Support und bei Bedarf gibt es noch 3 Jahre zusätzlich. Das heißt, 10 Jahre Unterstützung ist schon, das ist schon richtig, richtig krass. Kommt, glaube ich, im Red Hat-Territorium, die das auch ebenfalls machen, aber Debian beispielsweise hat so eine Unterstützung, so eine lange Unterstützung dann auch nicht. Also es ist also wirklich für Enterprise-Kunden gedacht, 10 Jahre Basisunterstützung und dann nochmal 3 Jahre on top, wenn man dafür wahrscheinlich extra bezahlt.
ist schon eine krasse Sache. Ja, das war's dann jetzt für diesen kurzen Tech2Vlog. Die News aus dieser Woche für dieses Sommerspezial so ein bisschen rübergebracht. Würde mich interessieren, was ihr von diesem, von diesem Vlog so haltet. Alles im Kommentarbereich posten. Findet dort natürlich auch in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den Themen, die ich hier besprochen habe. Und das nächste Mal hoffentlich ohne Akkuausfall. Und ja, das war's für diesen Tech2Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.